Draußen ist es grau und kalt und schäbig, ekelhaft. Und was ist hier denn los? Ein Riss. Oh no. So können Instrumente aussehen, wenn die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist auf Dauer. Das war neulich bei mir hier im Zimmerchen auch so. Da war die Luftfeuchtigkeit nur bei 32%. Und das ist auf Dauer nicht gesund. Dagegen müssen wir unbedingt was tun. Also, das ist halt echt ein kleines Problem, ne? Das kann auch ein großes Problem werden. Niedrige Luftfeuchtigkeit, nix so gute für Gitarren. Guck mal hier, wir haben hier eine schöne massive Decke von einer Taylor Akustikgitarre. Wenn zu wenig Luftfeuchtigkeit da ist, dann schrumpft das Holz. Und Holz arbeitet ja sowieso, das haben wir alle schon mal gehört. Und jetzt sind halt hier die Maserung, die ist in dem Fall von der Decke meistens von da nach da. Was ist das denn überhaupt? Von dem Ding hier, vom Steg, Steg ist zum Beispiel die Maserung nach da. Dann sind hier halt in der Decke noch Querverstrebungen. So, das heißt, es arbeitet, es schrumpft nach da, es schrumpft nach da, es zieht nach da und dann macht es halt irgendwann mal Knack. Ja, das will natürlich kein Schwein, ne? Vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gemerkt, wenn Bünde zu scharfkantig werden hier an den Ecken, dann ist es nämlich auch eine Folge von dieser Trockenheit. Das heißt, das Griffbrett, das schrumpft leicht, zieht sich also zusammen. So. Die Bünde arbeiten aber nicht, weil das ist Metall oder nur klitzeklein wenig. Und die werden dann ein bisschen zu lang. Und das merkt man dann, dass die überstehen. Und das ist auch extremst blöd. So, bei der Klampfe ist es nämlich hier so. Also da weiß ich nicht, ob es durch Trockenheit passiert ist oder durch mangelhafte Verarbeitung. Das kann ja auch sein. Aber das ist das typische Ding. Die Bünde stehen, keine Ahnung, einen halben Millimeter über. Und das ist ein extremst unangenehmes Spielgefühl. Also mich persönlich würden jetzt irgendwelche Risse im Lack oder sowas gar nicht stören, weil das finden ja manche auch richtig geil. Aber solche Sachen und mit der Decke bei Akustikgitarren, das kann auf Dauer teuer werden. Die Gitarrenbauer mögen mir jetzt verzeihen, dass ich da einen Tipp gebe, wo ihr vielleicht weniger Arbeit habt. Jetzt hast du irgendwie zwei, drei gute Gitarren. Es reicht ja nur eine gute, wo du dann ein Problem hast. Und die musst du jetzt zur Reparatur geben. Da kann man vorbeugen. Die optimale Luftfeuchtigkeit für Instrumente, für Menschen gilt das eigentlich auch. Die liegt so zwischen 40 und 60%. Und dann habe ich mir neulich, warte, für was weiß ich, 10 Euro, besorgt euch mal für 10 Euro so ein Hygrometer. Gibt es bei Amazon oder irgendwo anders auch. Dass man überhaupt erstmal weiß, ja, was habe ich denn überhaupt für eine Luftfeuchtigkeit? Also 10 Piepen Hygrometer gekauft. So, und dann war das, habe ich das hier aufgestellt und habe dann gelesen, 32%. Ja, klar, Fenster immer dicht, Heizung an und 32% auf Dauer ist schon nicht so cool. So, und dann war ich ja neulich mit Marcelinho bei Anton Müller, der die geilen Ukulelen baut. Und da habe ich ihn schon mal kurz gefragt, was kann man denn eigentlich machen? Ja. Setze dich in die Küche, während du Kartoffeln kochst. Ja, Die so. brauchen lange und der Wasserdampf in der Küche reißt manchmal. Wäsche aufhängen, Ist schön. Wäscheständer. Oh. Kartoffeln kochen. Oh, der Tee kocht. Feuchtigkeit. So. Und das fand ich ja ein ganz netter Tipp. Alle Gitarren in die Küche, auch ein bisschen semi. Und dann habe ich einfach mal ein paar Experimente gemacht und habe dann ein paar Klamotten gewaschen. Habe ich die einfach mal bei mir ins Zimmer gehängt. So, mal ein bisschen Wäsche aufhängen. Und ratzifatzi ist die Luftfeuchtigkeit gestiegen. Ich war, glaube ich, nachher mal irgendwann bei 42, 43%. Und das war halt der Spitzenwert. Und dann war die Wäsche trocken. Kannst du jeden Tag jetzt Wäsche waschen? Ja, ihr merkt schon, es ist das auch nicht optimal. Aber daran sieht man mal, was man mit einfachen Mitteln eigentlich machen kann. Was macht man jetzt? Jetzt kann man von Boveda oder wie das heißt, habe ich vergessen. Boveda. Das klingt so ein bisschen homöopathisch, hätte ich fast gesagt. Es ist ein B- und Entfeuchtersystem. Solche kleinen Packs kaufen. Ins Schalloch
kannst du die reinstopfen. Oder du legst diese kleinen Säckchen in deinen Gitarrenkoffer. Und das ist auch wohl eine ganz gute Alternative. Die ist für mich aber nicht interessant, weil meine Gitarren, die hier stehen, die kommen immer zum Einsatz. Ne? Dann brauche ich die Gitarre dafür und die für den Song und so weiter und so fort. Und das ist alles blöd oder beziehungsweise unpraktisch. Also bin ich nicht darum gekommen, mir einen Luftbefeuchter zu kaufen. Was kauft man da? Warte, ich zeig's. Venta Luftwäscher. Guck mal hier, da gibt es jetzt ganz viele verschiedene. So, es kommt natürlich drauf an, wie groß ist dein Raum. Die Quadratmeterzahl ist natürlich eigentlich dummes Zeug. Ne? Die Kubikmeterzahl ist ja eigentlich wichtig. Naja, wollen wir mal nicht so kleinig sein. Und ich habe jetzt den, welchen habe ich denn? LW15 oder was? Welchen habe ich? Da, Venta Luftwäscher Original LW15. Für Räume, und das ist jetzt interessant, für Räume bis 25 Quadratmeter. Der Raum, der hat hier 12, 13 Quadratmeter. Also, und das ist auch das günstigste Teil, kostet 130 Euro. Ist nicht jetzt billig, aber jetzt rechnet man mal. Ne? Jetzt hast du halt irgendwie wochenlang deine Klampfen bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit im Raum und die gehen kaputt. Und im schlimmsten Fall musst du eine Decke reparieren lassen. Bünde müssen runter oder irgend so eine Scheiße. Neue Bünde drauf kostet schon mal 200 Euro. Teilweise noch mehr. Also, es ist ja wohl klar. Also mir ist es die Sache auf jeden Fall wert. Jetzt habe ich das Ding seit 3 Tagen hier. Der nimmt ein bisschen Strom, aber das sind nur 4 Watt. Und das Geräusch, was der macht, da hinten in der Ecke, das ist wirklich überschaubar. Du hast auch 2 Stufen, kannst einmal auf schnell machen, einmal auf normal. Wenn du jetzt einen ganz trockenen Raum hast, musst du vielleicht mal kurz Gas geben. Bei mir läuft er immer auf Stufe 1, also nur mit diesen 3-4 Watt am Tag. Und jetzt habe ich auch in den letzten Tagen gemerkt, draußen ist es ein bisschen regnerischer geworden, also geht die Luftfeuchtigkeit wieder ein bisschen höher. Das spielt sich ein, ne? Also den braucht man nicht bei jeder Wetterlage 24 Stunden laufen lassen. Und irgendwann, Leute, wird es ja auch wieder Frühling. Oh yeah! Und dann kann man die Fenster wieder aufreißen. Und dann kommen Westwinde vom Atlantik und dann wird alles wieder schön harmonisch und dann braucht man das auch alles gar nicht mehr. Alles klar, Leute, vielen Dank fürs Zugucken und bis die Tage und immer schön die Gitarren feucht halten. Ne? Ciao. Ne, so zu viel Luftfeuchtigkeit ist übrigens auch nicht so cool. Ne? Also wenn man dann irgendwie so bei Tropenklima ist, 88% oder sowas, dann quillt das Holz auf. Aber ich persönlich bin selten in den Tropen mit Gitarren. Läuft es noch? Ja.